So, liebe Freunde, hier die Firma Waffen Friedrichs, der Denny Friedrichs am Start mit einer Anschütz 1782 Blackline im Kaliber 308 mit einem 47 cm Lauf. Wir haben hier einen Drehzahnschalldämpfer verbaut von Aimsport, den Nummer 4, und auf dieser Waffe befindet sich eine Dentler-Montage und ein kahles Helia, das 2 bis 10x50 i, ein ganz tolles Glas. Und wir haben einen präzise Jagenadapter hier aufgesetzt mit dem dazugehörigen Connector. Das ganz, ganz Tolle dabei ist eben wirklich mit einer Drehbewegung, ich habe jetzt leider nur eine Hand frei, also mit einer Drehbewegung kann man dieses Wärmebildvorsatzgerät hier, das Mate mal 38, dann entnehmen. Ja, liebe Freunde, wir haben ja bekannt gegeben, dass wir uns für Infiré als Wärmebildvorsatzgerät Hersteller entschieden haben. Das mal 38 ist ein wirklich sehr, sehr preislich interessantes Gerät und mit 2000 Euro roundabout schlägt es also einen vernünftigen Kurs an. Es lässt sich leicht montieren. Wir haben einen schönen Schutz, wie gesagt, der sich leichtgängig öffnen lässt. Kein Schnürchen da dran, irgendwelches Geklapper. Eine schöne, akkurate Scharfstellung. In einen Ausbutton, der leicht erreichbar ist, seitlich. Und wir haben hier oben drauf die Bedientastatur. Das heißt, diese Bedientastatur kann man abnehmen, hat sie wirklich in der Hand, wenn man das Vorsatzgerät einstellen möchte. Ich habe jetzt hier 15 Minuten gebraucht, um diese Waffe einzuschießen mit diesem Vorsatzgerät. Voraussetzung ist natürlich, dass das Zielfernrohr vernünftig eingeschossen ist, dass die Waffe vernünftig eingestellt ist im Vorfeld. Dann passt das. Und man sieht, die Geräte passen natürlich nicht. Wir schwenken mal hier rüber auf die Scheibe. Wir sehen also, der erste Schuss hat sich hier auf der Nachbarscheibe eingefunden, natürlich schon in einer guten Höhe. Und dann haben wir die Achsenkorrektur gemacht, die tatsächlich, wie man es eigentlich in der Jagdschule lernt, Richtung Einschuss gedreht wird. Ich habe mich dann hier rüber gearbeitet zum zweiten Schuss, dann nochmal korrigiert. Das war etwas weit, aber schon zwei Schuss sehr, sehr schön übereinander gemacht. Und dann nochmal mit einer rund 2 cm Korrektur, also 1,6 cm war die Korrektur, hier einen leichten Hochfleckschuss fabriziert, zweimal Loch in Loch mit der Waffe. Also wie gesagt, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Schuss, die wir jetzt hier gemacht haben, insgesamt, um dieses Gerät einzustellen. Das Schöne dabei ist natürlich, dass man sagen muss, erstmal die Waffe macht es mit, sie geht nicht sofort raus. Man sieht, sie hält die Linie, ja, grob, und man ist eigentlich im Prinzip gar nicht mehr in der Höhenkorrektur dieses mal 38 hier wirksam geworden. Ne? Wie gesagt, ich nehme das Video auch auf für einen guten Freund, der also die Waffe ja bei uns gekauft hat und der jetzt also, wie gesagt, dieses Vorsatzgerät nutzen möchte. Und natürlich möchte ich das Ganze auch publizieren, damit einfach auch von uns mal wieder was Neues ist, damit ihr seht, was das für ein schönes Gerät ist, mit dieser abnehmbaren Fernbedienung quasi dazu. Und wenn man die abgenommen hat, also das Gerät hat auch einen internen Akku, der ist auch jetzt voll geladen. Und es kommen jetzt ab 2024 für diese Geräte zwei Akkus dazu, die mit im Lieferumfang sind. Und diese beiden Akkus kann man eben hier austauschen. Dann schaltet das Gerät automatisch auf den externen Akku um. Man hat noch einen zweiten dabei und erst wenn die erschöpft sein sollten, dann kann man hier den internen Akku auch noch aufbrauchen. Also wirklich eine ganz tolle Geschichte, die wir uns haben gefallen lassen. Und ja, an der Stelle möchte ich mich beim Kurt von der Mawa bedanken, der uns wirklich auch jetzt in Holle-Grasdorf bei der Messe Jagdland und Heimtier die Geräte mal vorgestellt hat und wir am Ende des Tages eben uns dafür entschieden haben. Wir wissen, es ist eine schnelllebige Zeit im Bereich der Vorsatzgerätetechnik,
aber die hat über die Software wirklich auch das Letzte hier aus dem Chip rausgekitzelt und ein wirklich schönes, scharfes Bild. Also ich kann das natürlich mit Handy immer schwierig darstellen, aber in der Richtung her kann ich echt sagen, eine Empfehlung. Und wir sind sehr, sehr glücklich darüber, dass wir jetzt in der Richtung her diese Sachen anbieten können. Und ich, der nun mit langsam an die 50 gehend auch nicht der Technik-High im Großen ist und das alles mit 10 Knöpfen hier an Geräten haben möchte, ich bin natürlich glücklich über diese einfache Bedienung und dass ich, während ich da durchgucke, die Bedienung in der Hand halten kann und kann eine Einstellung vornehmen, ohne dann jedes Mal meinen Kopf hochzunehmen, am Gerät was zu drücken, keine richtige Sicht zu haben von hier hinten, von dieser Position aus, ne? Also das ist eine Situation, die mir gefällt, in Verbindung mit präzise Jagen. Ein schöner, wertiger Adapter, der also auf dem Glas nicht sehr aufträgt, nicht groß auffällt. Und in der Richtung, ja, lieber Jörg, deine Waffe ist eingeschossen, also in der Richtung Horido. Ne? Bis dahin, euer Danny Friedrichs von der Firma Waffen Friedrichs. Tschüss!